Yo Leute, Doppelpeace, hier ist wieder Tamsobot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute tatsächlich ein sehr besonderes Video, ein Video zu dem Wohnmobil aus einer Sicht, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt als jemand, der sich einfach nur denkt, boah ey geil, Wohnmobil, endlich frei sein, endlich unabhängig sein. Die Unabhängigkeit hat auch seine Nachteile, die sich darin gründen, dass man halt nicht angebunden ist. Und damit meine ich Abwasser, Frischwasser, Toilette. Und das ganze Thema möchte ich mit euch heute durchgehen. Ich habe extrem lange gesucht, um so einen freien Platz zu finden. Ich stehe jetzt hier mit meinem Wohnmobil auf einer Abwasser- und Entwässerungs- und Bewässerungsanlage für Wohnmobile. Das bedeutet, man darf nicht überall sein Abwasser einfach ablassen. So, das wurde irgendwann 2013, 14 oder so wurde das verboten. Also es gibt nur noch für Wohnmobile entweder die regulären Campingplätze oder es gibt halt so freie Plätze, wo man mit Münzgeld Abwasser ablassen kann. Gut, Abwasser ist kostenlos, aber Frischwasserzufuhr und sowas, dafür musst du zahlen. Und an so einem Platz bin ich heute und da will ich euch auf jeden Fall mal mitnehmen, damit ihr auch mal seht, dass es nicht nur positive Teile hat. Und das ist tatsächlich der Teil, vor dem ich am meisten Angst hatte. So sieht nämlich das Ganze aus. Hier drunter ist ein Wasserhahn. Den Anschluss dafür, also das Kabel befindet sich da drin. Und hier ist der Abwasseranschluss. Das bedeutet, ich werde gleich die Toilette nehmen und sie hier reinfüllen. Und dann hast du hier noch so ein Wasserding, womit du deine Toilette ausspülen kannst. Und dann kannst du hier so... Wow. dann kannst du das noch in die Toilette reinmachen, damit du die Toilette richtig schön sauber machst. Oh, fuck. Nice Geräusch, Bro. Ich muss auch etwas sehr Unangenehmes zugeben. Ich habe schon das ein oder andere Mal Pipi in die Toilette gemacht, habe es aber auch schon mal ausgewechselt. Das muss ich dazu sagen. Ich habe das vor 2 Tagen schon mal gemacht. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier eine Woche mit voller Toilette rumgelaufen bin. Jedenfalls waren heute ungefähr 20 Grad und man hat mich schon davor gewarnt. Ein Tipp, den man auch immer bekommt von Campern, die schon seit langer Zeit unterwegs sind, macht nicht groß in die Toilette. Das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, dafür bin ich immer in eine Raststätte gegangen. Aber klein, da hatte ich jetzt keinen Bock, immer rauszugehen, 70 Cent zahlen, das macht man denn hier drin. Weil heute 20 Grad waren, ist die Toilette halt auch sehr doll angestrahlt worden von der Hitze. Und ja, es hat ein Wohnmobil sehr angenehm gerochen, die 6 Stunden Autofahrt, die ich heute hinter mir habe. So, weil ich keinen Platz gefunden habe, wo ich es entleeren konnte. Und ja, das Ganze werden wir jetzt einfach gemeinsam machen. So, fangen wir mal mit dem Abwaschwasser, dem Duschwasser und dem Händewaschwasser ab. Weil für die Leute, die es vielleicht gar nicht wissen, Toilettenwasser und Duschwasser und sowas ist getrennt. Für das Duschwasser und sowas gibt es hier solche, an bestimmten Wohnmobilorten gibt es hier solche Einlagen. Und dann gibt es unter Wohnmobile, ihr seht es schon hier. Oh, da muss ich noch ein bisschen näher. Ich stelle euch mal hier hin. Ihr seht es, hier ist so ein Henkel. Und wenn ich an den ziehe, dann stelle ich fest, dass ich nicht direkt unter diesem Ding bin. Aber das ist egal, das hat ja eh so eine Einwölbung und dann geht es hoffentlich darunter. Und dann lässt man das einfach los. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, kommt hier das Duschwasser raus. Das zeige ich euch jetzt mal. Guck, ihr seht schon, das geht eh. Es läuft in die richtige... Ja... Es läuft in die richtige Richtung. Na, ich mach gleich weiter. Ja, und hier seht ihr, hier läuft dann jetzt einfach das ganze Duschwasser rein. Und dann hat sich die Sache auch erledigt und dann hat man wieder einen freien Abwassertank. Ja, das hört jetzt auch langsam auf. Hier drin geht es dann rein. Das ist ein ganz normaler Abfluss, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich genau derselbe sein wie hier. Aber es hat einfach so Hygienehintergründe, dass das Ganze nicht an einen Ort abgelassen wird. Ja. So, und wenn man dann fertig ist, also wenn dann kein Wasser mehr rauskommt, dann kann man den Hebel einfach wieder zumachen und dann ist da auch dieser Tropfen da wieder vor, so dass nicht einfach während der Fahrt irgendwie Wasser auskommen kann oder sowas rauskommen kann. So, dann kommen wir jetzt zum Teil, vor dem ich wirklich am meisten Angst hatte. Das ist die Toilette. Grüße gehen raus. Sieht nicht mal eklig aus. Guck mal, das ist ja nicht so, dass es jetzt so ein versifftes, vollgekacktes Ding oder sowas ist. Du machst einfach hier unten, nimmst einfach diesen Nippel und dann hast du diese Kassette schon draußen. So, dann nimmst du die hier raus und jetzt hast du die. Guck mal, die tropft nicht mal. Du hast keinen Kontakt. Alles ist hier, alles läuft hier drüber. So, dann nimmt man das Ding hierher. Dann macht man so. Ja, wenn es gehen würde. Dann macht man so. Ich stelle euch mal hier hin. Kann ich euch einfach hier hinstellen? Das wäre krass. Geil, Mann, das funktioniert, Leute. Oh Junge, ich bin so ein Hightech-Typ. So, dann macht man das Ding hier auf. Und sobald man dieses Ding aufmacht, kriegt man den vollen Geruch von allen Vormietern, die auch schon hier reingemacht haben. Und von mir selbst, den bekomme ich jetzt entgegen.
Das ist sowieso das beste Gefühl. Das ist ja nicht nur der Geruch von mir, sondern ich mache das auf und ich weiß, irgendeine Ingrid oder irgendein Manfred hat ja auch schon, weißt du, so sein Geschäft gemacht. Dann macht man das auf. Okay. Ja, und dann reißt man sich ein bisschen zusammen, weil der Geruch strömt raus. Und dann macht man so und verdünnt es erstmal, dass man jetzt hier nicht diese fetten, dass man jetzt hier keine Klumpen hat. In meinem Fall ist es jetzt nicht so schlimm. Mache ich noch ein bisschen. In meinem Fall ist es nicht so schlimm, weil ich nicht in die Toilette reingekackt habe. Aber wie gesagt, damit das Toilettenpapier sich jetzt auch noch mal ein bisschen locker macht, damit man das hier alles easy rausbekommt. So, dann habe ich jetzt hier ein bisschen Wasser reingemacht. So. Und dann wird das Ganze jetzt hier einfach. Junge, ich bin so professionell. Und dann wird das Ganze jetzt hier einfach sachgemäß reingeschüttet. So, dann nehme ich das Ding einfach. Dann nehme ich das Ding einfach, wie es ist. Und schütte das jetzt hier rein. Normalerweise ist da noch so ein Vakuumpunkt drin, aber irgendwie ist ja hier nicht drin. So, und dann kommt das ganze Zeug hier raus. Riecht natürlich auch dementsprechend. Aber. Junge, das ist so. Es riecht so anstrengend. Junge, diese Toilette. Oh Mann, der Geruch. Aber wisst ihr, daran sieht man erstmal, was wir für eine Gesellschaft geworden sind. Wir wollen uns nicht mal mit unseren eigenen Ausscheidungen auseinandersetzen. Und wenn wir sie riechen, fangen wir an zu würgen. Das ist doch. Daran sieht man mal, wie schön wir leben. Wir müssen uns nicht mal mit unseren Ausscheidungen auseinandersetzen. Das ist krass, oder? So, jetzt werde ich hier nochmal hinten diese sogenannte Garage aufmachen. Ganz einfach. Dann macht man hier so und so. Und jetzt geht das Ding ganz einfach auf. Und jetzt gibt es hier dafür noch extra. Jetzt gibt es hier tatsächlich immer, wenn man das leer gemacht hat, dann gibt es hier sowas. Ihr kennt das wahrscheinlich von den normalen Dixie-Toiletten. Wenn ihr in eine frische Dixie-Toilette reinkommt, dann habt ihr genau diesen Geruch, der hier drin ist. Das ist so eine Chemikalie. Und da hat mir der Wohnmobilverleiher gesagt, schön, dass ich das jetzt hier so anfasse. Geil. Ja, ich fühle mich richtig gut. Da machst du eine Kappe voll. Ja. Jetzt ist eine Kappe voll. Guck, das riecht genau wie diese Toiletten. Das ist krass. Dann machst du das hier rein. Und dann machst du es wieder zu. Und dann hat sich die Sache wieder. Dann machst du das hier wieder zu. Machst es wieder rein. Das Garagentor lasse ich offen, weil das brauchen wir noch. Und das war es eigentlich schon. Und dann ist es fertig. Dann setzt du das Ganze einfach wieder nur noch ein. Machst hier zu. Und das war's. Und schon kannst du wieder die Toilette normal benutzen und es riecht mein Fahrzeug nicht den ganzen Tag nach Urin, weil hier drin 30 Grad waren, weil hier ist die ganze Zeit Sonne reingestrahlt und dann ist natürlich, das ist ja nur Plastik und dann wird es da drin natürlich richtig schön warm und dann kommt der Geruch richtig vor. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte heute den halben Tag einen Geruch wie kann man es beschreiben, wie unter einer Brücke oder wie im Bahnhof, wo halt mal das öfter mal hingepinkelt wird. So ein bisschen der Geruch, der kam nur rüber. Dann habe ich immer Fenster runtergemacht, dann ging es wieder, aber er kam. Aber das ist völlig normal, das ist kein unhygienischer Zustand oder sowas, dass ich hier alles versaue. Wenn es warm wird, dann ist es nochmal so und das können euch alle Camper bestätigen. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem letzten Punkt, so, der auch entscheidend ist, dass wir halt weiterhin frisches Trinkwasser haben und weiterhin duschen können. Das ist mir ganz wichtig, deswegen liebe ich dieses Camping so. Also dieses Camping mit einem Wohnmobil. Ich mag es ja generell viel rumzureisen und ich würde auch, ihr wisst ja selbst, also ich habe das ja schon öfters gesagt, ich schlafe auch in mein Auto hinten im Wohnsitz. Aber mir ist halt Hygiene, wenn ich andere Leute treffe, sehr wichtig. Wenn ich zu Hause bin, ist mir egal, dann dusche ich auch mal 3 Tage nicht. Das juckt mich nicht, weil ist ja keiner da außer mir. Und wenn ich mich selbst rieche, ich weiß, wie ich rieche und ich finde das nicht eklig. Also ist jetzt nicht angenehm, aber es ist mir nicht unangenehm, weil ich weiß, andere riechen es nicht. So, und das finde ich halt so schön an einem Wohnmobil. Du kannst ja duschen und in einem Auto kannst du das nicht. Und das finde ich schade. Und ich habe keinen Bock, jedes Mal ein Hotel für 80 Euro oder sowas zu mieten, damit ich duschen kann. Das nervt mich. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem Punkt. Zum Frischwasser. Und dafür bekommen wir hier schön vom Verleiher hier mitgegeben einen wunderbaren Gartenschlauch. Wie gesagt, den Automat, den habe ich euch ja schon am Anfang gezeigt. Dann gibt es hier drunter so einen Wasserhahn. Und ich sehe schon, ich habe den Anschluss nicht, also muss ich nochmal nach hinten. Wo ist er denn? Es gibt halt verschiedene Anschlüsse, das dürft ihr nicht vergessen. Und deswegen, genau hier ist er. Und dann habe ich hier auch schon den Adapter, so sieht er aus. Dann wird hier der Adapter rangemacht. So, dann. Hallo. Der Profi am Start. So,
Dann wird das hier festgemacht und dann kann ich meinen normalen Gartenschlauch schon hier einfach anschließen. Und den muss ich jetzt natürlich, den Gartenschlauch, weil ich jetzt ein bisschen weiter weggeparkt habe mit dem Wohnmobil, um hier an diese Abwasserrinne zu kommen, muss ich das jetzt natürlich ein bisschen ziehen. Und die oh, ich schwöre, die Länge reicht perfekt. Dann nehmen wir den Schlüssel. Und hier ist der Wasseranschluss. Gesichert, als wenn da Gold drin wäre. Weil man will ja nicht, dass auf der Raststätte oder so... Man will natürlich nicht, dass irgendwo an der Raststätte dir irgendwer dein Frischwasser klaut. Oh, ja. Und du isst es schon, guck. Dann nimmst du es hier ab. Dann machst du hier einfach den Schlauch rein. Du solltest immer wissen, wo der Schlauch schon drin war, so weißt du. So. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlau. Man weiß ja nie, der Schlauch wurde schon vermietet, aber ich vertraue denen einfach. Das ist eh ein ganz neuer Camper, der hat ja keine 1.500 Kilometer runter gehabt. Jetzt kannst du den Schlauch hier einfach reinmachen. Und jetzt brauchst du Münzgeld. Genau. So, in dem Fall auch ganz wichtig, das sagen dir auch ganz viele Camping-Profis, du musst immer Kleingeld dabei haben, weil sonst kannst du solche Automaten hier nicht nutzen. In dem Fall muss ich jetzt hier 1 Euro reinstecken. Finde ich tatsächlich sehr krass. Also hier steht 1 Euro gleich 5 Minuten Trinkwasser, das ist sehr gut. Auch der Stromanschluss, hier zeige ich euch gleich noch, ist auch sehr billig hier. Und auf dem Parkplatz ist kein anderer. Das ist ein perfekt ausgestatteter Parkplatz mit allem, was man braucht für ein Wohnmobil. Hier ist kein einziger, ich verstehe das nicht, das ist ein kranker Platz. So, dann stecke ich hier den Euro rein. Oh, und er, ja, mein Kabel ist rausgefallen. Oh, ja, das ist jetzt natürlich blöd. Warte mal, nee, ich mache das mal lieber an, damit ich den kontrollieren kann. So, dann halte ich den jetzt hier fest. Hallo, hallo, hallo. Oh, hier kommt ganz normal Wasser raus. Sehr gut. Oh, oh, oh. So, jetzt kommt hier Wasser raus. Mal hier mal vorne ein bisschen sauber. Weil der lag gerade auf dem Boden. So, sauber gemacht. Hallo. Und jetzt machst du den hier einfach. Jetzt machst du den hier einfach rein. Und jetzt lässt du das ganze Ding einfach überlaufen. Also so hat man mir das gesagt. Das ist so ein schönes Gefühl. Hört mal ganz genau hin. Man hört einfach, dass der Frischwassertank wieder aufgefüllt wird. Und das ist so ein wunderbares Gefühl. Ich liebe das einfach. Wenn du denn einmal hier angekommen bist, du verfällst immer so ein bisschen in Panik. Weil diese Stellen hier, genauso wie ihr seht, ich glaube, die sind relativ selten in Deutschland. Gerade im Osten, also im Norden von Deutschland auch, sind ganz wenig von diesen Anlaufstellen. Du findest immer nur diese richtigen Campingplätze. Und ich habe halt keinen Bock, zwischen irgendwelchen 60-Jährigen zu hocken, die ab 22 Uhr rumheulen, wenn ich ein Fenster zu laut aufmache. Wisst ihr? Deswegen finde ich das halt hier geiler. Hier kann ich selbst entscheiden. Und ich glaube, langsam... Also ich muss zugeben, das war jetzt doch ganz schön blöd, den Wasserhahn nur so zu Viertel aufzumachen. Aber ich habe keinen Bock, jetzt wieder da zurückzurennen. Dann fällt der Schlauch wieder raus, spritzt mich voll. Deswegen warte ich jetzt. Und ich habe ja 5 Minuten Zeit. Endlich haben wir den Punkt erreicht. Genau dieser Punkt muss eintreten. Oh, Junge, das erinnert mich aber an andere Situationen. Keine Sorge, ich werde den Schlauch natürlich noch richtig sauber machen, weil der hat auf dem Boden gelegen. So, das ist ein Frischwasserschlauch, den mache ich richtig sauber, weil ja, das gehört sich natürlich einfach so. Ja, dann macht man logischerweise den Verschluss einfach wieder zu und nimmt das Rohr hier wieder. Das Rohr, lull. Und nimmt das hier einfach wieder ab. Aua. Ach ja. Da kommt jetzt ja noch ein bisschen. Nee. Okay. Ja. So. Dann tropft man den ein bisschen ab und dann kann man den wieder in die Garage tun. Ganz einfach. Hier. Dann legt man den einfach wieder rein. Oder ihr habt vielleicht auch einen Sack oder sowas dafür. Dann könnt ihr den da rein machen. Hier ist jetzt keiner. Hier legt man es dann einfach wieder rein. Ich mache den jetzt noch sauber und dann. Ja. Und ob man mir das glaubt oder nicht, aber im Großen und Ganzen war das jetzt das gewesen, was man machen muss, um jetzt wieder 3, 4, 5 Tage autark leben zu können. Da oben sind auch Solarzellen drauf. Ich schwöre, also das ist krass. Wenn richtig Sonne ist und es nicht die ganze Zeit regnet, dann kann ich hier mein Tablet aufladen. Und ich meine nicht irgend so ein Android-Tablet, sondern ich meine ein Windows-Tablet, was schon seine 70 Watt verbraucht oder so. Ich kann mein Tablet die ganze Zeit betreiben, mein Handy die ganze Zeit laden, Licht anlassen. Ich kann die Lüftung die ganze Zeit anlassen, weil ich mag dieses Geräusch. Ich habe ja zu Hause auch einen Ventilator, mit dem ich immer einschlafe. Und die Batterie geht nicht leer. Die Batterie geht nicht leer. Also man kann so lange autark leben. Der Vermieter hat mir zum Beispiel gesagt, du kannst mit dem Wasser so ungefähr 2, 3 Mal duschen. Und soll ich euch mal was sagen? Ich habe ja richtig gelernt zu rationieren. Und ich bin der Meinung, man kann sogar
Wenn man es richtig angeht, kann man auch 5-6 Mal duschen. Wenn man richtig so ganz schnell abduscht und dann ausmacht und dann einseift und dann ganz schnell wieder abduscht. Ich meine, man ist genauso frisch. Man muss keine 500 Liter Wasser verbrauchen, um frisch zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Und das dachte ich halt immer so. Umso mehr Wasser, umso frischer. Aber das ist nicht so. Deswegen, man kann einfach theoretisch eine Woche lang autark, je nachdem, was für eine Nutzung man hat, wenn man alleine unterwegs ist, wenn man jetzt zu dritt oder zu viert unterwegs ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber ich rede ja jetzt nur von mir und meiner Erfahrung. Da kann man übertrieben lange alleine irgendwo rumstehen. Einfach rumlümmeln, Strom kommt von den Solarpanels. Das ist einfach krass. Dann kannst du hier schön nebenbei Fernseher gucken. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Stromanschluss. Jetzt stehe ich hier nochmal vor dem Stromanschluss. Hier sind die ganz normalen Stellplätze. Also an einer so einer Säule hier, falls ihr mal auch auf dem Campingplatz oder sowas seid und ihr seht, ein Wohnmobil ist hier schon angeschlossen. Ich dachte am Anfang auch, da kann nur einer dran sein. Aber ihr seht, hier sind vier Ladebuchsen. Das bedeutet, hier können vier Leute gleichzeitig sein und du kannst hier drüber die Position wählen, die du haben willst. Ja, das macht ihr jetzt nicht, weil zwei nicht mal belegt ist. Ich muss jetzt wahrscheinlich erst zwei belegen. Und man bezahlt halt 1 Euro für 2 Kilowattstunden. Das ist tatsächlich im Verhältnis dafür, dass das Ganze hier, dass das hier alles existiert und instand gehalten wird, ist es gar nicht so viel. Zu Hause bezahlt man für eine Kilowattstunde, wenn man einen guten Vertrag hat, so 25 Cent, 25 zwischen 30 Cent bezahlt man pro Kilowattstunde. Und hier bezahlt man für 2 1 Euro. Das bedeutet, das ist in Relation dafür, dass du hier einen wunderschönen Platz zum Stehen hast mit Abwasser. Du kannst hier deine Lebzeit leben. Du hast hier alles, du hast dein Wasser, du musst ja nie wieder weg von hier. Und genau nebenan ist noch ein Netto, das ist ein perfekter Parkplatz. Ich weiß nicht, wir haben es gerade Freitag oder Samstagnacht, nee, Freitag. Hier steht kein einziges Wohnmobil und ich verstehe das nicht. Das ist schön ruhig, es ist nicht so ruhig, dass man Angst bekommt. Du bist hier zwar umgeben, da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da sind zwar Häuser, aber das ist ja nicht schlimm. Du stehst hier einfach und hast deine Ruhe, kannst hier deinen Strom ziehen. Im Wohnmobil gibt es richtige Stecker, so wie wir sie zu Hause kennen. Die kannst du nur nutzen, wenn du an sowas angeschlossen bist. Das wusste ich nicht. Ich dachte, dass man das auch so nutzen kann, aber es funktioniert nicht. Es ist nur, wenn du über Starkstrom angeschlossen bist, dann kannst du auch einen richtigen Föhn und sowas nutzen. Ja, aber das brauche ich nicht. Ich habe so einen Konverter für eine normale Steckdose. Also diese USB, diese Dinger, die man ins Auto rein, in dieses, wie ist der, Zigarettenanzünder, genau. Und da habe ich dann so ein 150 Watt Ding. Das reicht mir für mein Tablet. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Das ist einfach cool. Du kannst ja einfach in dein Leben chillen. Du hast dann meistens so eine Verteilerdose dabei, die dann auch ein bisschen länger ziehen kannst, damit du hier nicht direkt vorhängen musst. Das ist ein schönes Leben. Und ich habe da einfach Bock drauf und ich bin gespannt, wie es mir ergeht, wenn ich mein Wohnmobil morgen leider wieder abgeben muss. Für euch heute höchstwahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, ich glaube, ich lade das eher Sonntag hoch, das Video. Das ist jetzt auch das letzte Video, was zu dem Wohnmobil kommt. Es tut mir auch leid, dass ich da jetzt nicht so viel zu hochgeladen habe. Ich habe ja gesagt, so richtig viel Content, Livestream und sowas. Aber diese Situation, einfach frei rumfahren zu können, so machen zu können, was man will. Ich bin auch 2000, knapp 3000 Kilometer gefahren. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Ich bin in einer Woche 3000 Kilometer gefahren. Deswegen ist auch ziemlich viel Zeit fürs Fahren draufgegangen. Und während des Fahrens Livestream, ihr wisst ja, ich habe gerade ein paar Probleme. So, das will ich ja jetzt nicht noch unbedingt provozieren, dass da irgendwer das sieht und das noch bestärkend irgendwie als Argument nutzt. Ja. Aber beim nächsten Mal, wenn ich mir nochmal sowas miete, dann habe ich auf jeden Fall mehr Zeit, weil ich dann nicht mehr so geflasht von der Situation bin, weil ich ja weiß, denn was mich erwartet. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis zu diesem Punkt geguckt habt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr bis zu diesem Punkt geguckt habt, ohne Vorspulen. Das wäre böse. Und ja, das war mein Projekt gewesen. 3 Videos, immerhin mehr als in den letzten 8 Jahren, die ich hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir das auch ermöglicht habt. Ohne euch wäre ich finanziell gar nicht in der Lage, mir ein Wohnmobil mieten zu können und damit rumzureisen und auch Sprit und sowas. Deswegen, auch wenn das jetzt nur so nebenbei gesagt ist, ich meine es wirklich ernst. Und das ist ja im Endeffekt auch so. So, das kann ja niemand verneinen. So ist ja nicht so, dass ich irgendwo anders die Quellen herbeziehe. Das ist ja, weil ihr meine Videos guckt. Und deswegen, Dankeschön, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Video. Euer Tanz zu dem Verbot.